Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Heute haben wir im Megatest den Skoda Enyaq Coupé RS, nämlich von Norbert. Hallo Norbert, mein Freund, grüß dich. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist heute und dass du dich und dein Auto uns heute zur Verfügung stellst für das Video, für deinen Megatest, denn den Enyaq hatte ich noch nicht auf der hohen 8 bis jetzt und vor allen Dingen nicht als Coupé-Version. In dieser wunderschönen, geilen Farbe, Leute, wir haben hier eine super geile Ausstattung. Das Auto ist, ja, was soll ich sagen, der kostet Liste 63.300 vor Abzug der BAFA. Hat eine geniale Ausstattung, 77 Kilowattstunden Batterie, Nettokapazität 299 PS, Allradantrieb 6,4 Sekunden 0 auf 100, 430 Newtonmeter. Aber wir quatschen gleich. Wir sind jetzt hier auf der hohen 8, denn die Anmoderation habe ich vergessen, den Frechen zu machen. Deswegen habe ich dem Norbert gesagt, ey, ich darf das bloß nicht vergessen, die Anmoderation zu machen. Ja? Und ihr bleibt natürlich schön dran. Wir machen uns gleich auf die Autobahn und in Richtung hohe 8. Und am Ende des Tages sind wir viel schlauer, was der Enyaq Coupé RS so alles kann und was er nicht kann. Okay, kannst losgehen. Gut, viel Spaß. Wir fahren jetzt auf die Autobahn. Den Tempomaten werde ich auf 130 km/h setzen, so wie ich das immer mache. Aber ich muss jetzt erstmal nach links beschleunigen. So, apropos Tempomat. Wir fangen mal an mit dem Hebelchen hinter dem Lenkrad links. Das ist nämlich so ähnlich wie bei Audi, meine Lieben. Ich drücke jetzt hier am Hebel an der Seite und zack, übernimmt er die Geschwindigkeit. Und dann kann ich hochdrücken in 10er Schritten. Und jetzt hat er die 130 drin. Wir haben in dem Enyaq RS Coupé alle Assistenzsysteme drauf, das heißt Spurhalteassistent, Lenkassistent, das heißt Autopilot, den kann man übrigens hier aktivieren, automatische Distanzregelung und ja, das macht er einwandfrei. Und jetzt piepst er, warum? Guck mal nach vorne, weil die Autos schnell abbremsen und das Auto bremst von alleine und warnt mich. Ich habe übrigens ein Head-Up-Display, was super aussieht und Augmented Reality haben wir auch hier, kennen wir auch schon von den ID-Modellen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keinen Stau haben oder dass kein Unfall passiert ist. Der Skoda, der passt die Geschwindigkeit automatisch an und er macht das hervorragend, weil wenn jetzt zum Beispiel ein 70er Schild kommt, fährt das Auto schon am Schild 70 und fängt nicht erst ab Schild an zu bremsen. Das ist ganz wichtig. Ich habe den Travel Assistant und so weiter alles aktiviert. Momentan darf man hier nur 80 fahren. Übrigens weiß ich nicht wieso. Anscheinend soll es hier eine Baustelle geben, aber nirgendwo weit und breit keine Baustelle zu sehen. Egal, macht ja nichts. Das Lenkrad, Leute, das sieht einfach genial aus. Also wir haben hier an den Seiten perforiert, ja, unten abgeflacht mit dem VRS Logo, links und rechts haptische Tasten zum Drücken und kein Touchgedöns wie bei den ID-Modellen, Gott sei Dank. Ja. Dann haben wir noch hier Schaltpedals hinter dem Lenkrad für die Rekuperation. Jetzt kommen wir zum Thema Rekuperation. Das ist halt typisch wie bei den Volkswagen-Modellen auch. Wir haben entweder D oder B zur Auswahl, kein One-Pedal-Modus, aber du kannst hier links am Lenkrad, wenn du am Minus-Pedal ziehst, dann rekuperiert er halt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, ist aber nicht so ganz stark. Ja? Wenn man vorausschauend fahren möchte und nicht unbedingt im B-Modus fährt, kann man das gerne nutzen. Die Mittelkonsole. Die Mittelkonsole ist leider verziert mit Klavierlack. Ja, wir haben hier zwei Becherhalter, eine induktive Ladefläche fürs Handy. Dann hat man hier noch Tasten für die Mode-Einstellungen. Übrigens fahren wir im Normalmodus. Da kann man aber noch Sportmodus und so weiter alles sich aussuchen, Traktion, Sport, Eco und Individual, wie man sich das gerne einstellen würde, aber Normalmodus ist unser Motto. Dann hat man hier noch eine Mittelkonsole, was man hier aufmachen kann, da passt auch einiges rein, ja.
Die Sitze, Leute, ich sitze super bequem. Das sind eins der bequemsten Sitze überhaupt, die es gibt. Die sind komplett voll elektrisch verstellbar. Auch mit diesem RS-Verzierungen an den Kopfstützen. Und Seitenhalt ist mega. Gerade in diesem RS-Modell hat ja diese speziellen Sportsitze drin, ne? Und elektrisch verstellbar übrigens mit Sitzheizung, Memory-Funktion. Einfach genial. Auch hier wieder mit Alcantara-Überzug und diesen gelben Nahtverzierungen. Hinten sitzt es sich auch wunderbar. Durch den MEB-Baukasten hat man viel Kniefreiheit. Ich mit meinen 1,73 Meter ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem auch Personen mit 1,90 Meter könnten hinten sehr, sehr, sehr bequem sitzen, Leute. Genug Kopffreiheit habe ich auch und wir haben hinten noch eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern. Wenn wir schon hinten sind, gucken wir uns den Kofferraum an. Die öffnet elektrisch die Heckklappe, öffnet auch sehr groß. Wir haben einen riesen Kofferraumzugang und der Norbert, der hat zwei Böpse, genau. Elvis und Eddie heißen die übrigens. Und ich mache euch mal ein Foto rein von den beiden jetzt momentan und einfach nur knüllelig. Und die haben halt im Kofferraum jetzt ihr Bett da für Elvis und Eddie. Und die haben es da immer schon bequem. So, Typ 2 Kabel an der Seite. Das hat Günther sehr, sehr... Wie komme ich immer auf Günther? Mein Gott, das hat der Norbert sehr, sehr... Günther, liebe Grüße, mein Freund. Wir haben morgen einen Termin mit dem Günther und da denke ich immer ganz allein an Günther heute. Egal. Der Norbert hat seinen Typ 2 Kabel links verstaut und da kommt man auch sehr gut ran. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine gute Lösung. Zum Thema Frank haben wir leider nicht. Aber ich glaube, man kann mittlerweile beim Skoda Enyaq einen Frunk nachrüsten. Stimmt das, Norbert? Weißt du auch nicht, ne? Also bei den ID-Modellen gibt es Nachrüstsätze. Ich denke mal für den Enyaq mit Sicherheit auch. Ihr müsst mal im Internet gucken, welcher Anbieter da was hat. Würde ich definitiv machen, wird sich lohnen. Wir haben dann hier an den Türtafeln auch dieses Alcantara-Bezug. Ja, sieht auch schon mal sehr cool aus. Allerdings leider auch etwas Hartplastik an den Türen unten. Naja, wir haben an dem Skoda Enyaq Coupé RS 21 Zoll Felgen drauf mit der Aero-Optik. Steht dem Fahrzeug wunderbar, gerade in Verbindung mit diesem Grau-Metallic. Übrigens einer meiner Lieblingsfarben an Autos. Mein Mustang Mach-E war in Grau-Metallic und ich hatte davor schon einige andere damals Verbrenner in Grau-Metallic. Und ich liebe Autos in Grau-Metallic. Ich weiß, Grau ist langweilig, sagen viele von euch, aber schaut ihn euch doch mal an. Das sieht doch grandios aus, ne? So bullig. Wir haben LED-Matrix-Scheinwerfer, Skoda Crystal Light nennt sich das, glaube ich. Und wir haben auch vorne diesen Grill, Crystal, wie nennt man das, Norbert? Crystal Face. Crystal Face, richtig. Abends sieht das dann nochmal irgendwie so seriöser und ernster und bulliger aus, mit Sicherheit. Ja? Dann, wir haben hier ein Panorama-Glasdach. Allerdings hat der Norbert sich hier was gebastelt. Und zwar, was ist das genau, Norbert? Erzähl mal. Das ist Original von Skoda, so ein Sonnenschutz. Ja, das ist genau zum Nachrüsten. Zum Nachrüsten, den kann man da reinklemmen und... Okay, aber die kann man jetzt nicht aufschieben oder nein, so nach Lust und Laune? Okay. Aber geht ruckzuck in einer Minute raus. Ja, und dann wieder rein. Ja, wenn okay, die Hunde im Kofferraum haben, ist das halt der Sonnenschutz. Ja, genau. Spendiert halt ein bisschen Schatten hier. Ne? Du bist ja jetzt mittlerweile ein E-Mobilist, weil du hast ja nicht nur den Skoda Enyaq Coupé zu Hause stehen, sondern auch einen... IONIQ 5. IONIQ 5. Und dein erstes Elektroauto war ein? E-tron 55. Wie kamst du überhaupt auf die E-Mobilität? Wie fing das bei dir an? Erzähl mal bitte. Ja, 2019 habe ich mir eine PV-Anlage aufs Dach gemacht. Aha. Weil mich irgendwo immer neuere Sachen immer interessierten. War dann gerade die Thematik mit Audi da, dass die Flottenziele erreichen mussten in Europa. Und dann gab es ein unschlagbares Angebot, unter 500 Euro für ein E-Auto zu fahren. Und da habe ich gesagt, da probiere ich es mal aus. Ne? Mhm. Bis dato hatten wir dann noch einen Range Rover Evoque. Mhm. Dann haben wir unseren alten Zweitwagen verkauft und hatten dann im Prinzip den Evoque. Und den Audi. Und den Audi. Und dann kam die Begeisterung zur Fahrweise schon schnell auf, genau, beim Audi. Vor allen Dingen... der Evoque blieb immer mehr stehen und dann hat man immer mehr den Audi benutzt. Immer mehr den Audi benutzt und ja, dann
stand zur Debatte, dann nehmen wir noch einen zweiten dazu und dann kam der IONIQ 5 dazu. Warum der IONIQ 5? Ja, ich bin auch Camper und ich fahre auch gerne mit einem Wohnwagen in den Urlaub. Genau. Und der IONIQ 5 durch deine 1,6 Tonnen Anhängelast, der e-tron hat übrigens 1,8 Tonnen gehabt, war das im Prinzip das Auto, was mehr in Frage kam. Also zu der Zeit gab es kaum am Markt andere Autos, die überhaupt so eine Anhängelast hatten. Und wenn man sieht, in Holland, wir fahren also sehr gerne auch nach Holland in Urlaub, oder Niederlande, und 7, 8 Jahre auf Texel, da gab es schon überall AC-Ladesäulen an jeder Ecke und Kante. Selbst die kleinsten Dörfer haben schon im Prinzip Ladesäulen. Ja, und jetzt kann ich auch da dran stehen und laden. Und der Enyaq, der kann ja offiziell 1,4 Tonnen Anhängelast ziehen. Genau. Es gibt einige Möglichkeiten. Von Steinhoff gibt es eine Anhängung mit 1,5 Tonnen. Mhm. Kann man auch nachtragen lassen. Ja, mein Wohnwagen, der neue, der hat 1,5 Tonnen. Der alte, der hat da sogar 1,8 Tonnen gehabt, den durfte ich dann nicht ziehen. Mhm. Ja, schade, dass der VW nicht ein bisschen mehr bringt, weil vom Fahren, vom Auto her, von den Assistenzsystemen ist der genial. Ist der Enyaq dem IONIQ weit überlegen. Ja, genau, das wollte ich jetzt fragen. Also IONIQ gegen Enyaq, da ist zum vom Fahren her, vom Materialanmutung oder keine Ahnung, was sagst ja, du? Materialanmutung, ja gut, klar. Dieser hat einen Schick innen drin. Das also mir gefällt der optisch hier ja, mehr. Sehr gut. Ne? Mhm. Der IONIQ Ladeleistung oder ich sag mal Wohnwagen anzustecken an die Steckdose des Autos. V2Load, genau. Ist einfach sagenhaft. Genau. Und das kann kein anderer. Absolut. Da hat Hyundai oder Kia und so weiter echt den Vogel abgeschossen mit 800 Volt System und Vehicle to Load, Leute. Gerade fürs Campen, ne? Ja. Eignet sich das echt klasse. Ja. Ich bin gespannt auf die Werte, auf den Verbrauch. Das wird heute ein Sommertest, Sommer-Megatest mit dem Enyaq. Übrigens, wer mit dem Gedanken spielt, sich den großen Enyaq zu bestellen, der bekommt ihn höchstwahrscheinlich mit der neuen Software, nämlich die vom ID7. Da ist definitiv im Thema Thermalmanagement oder Batterievorkonditionierung schon was gemacht. Der ID7 soll nämlich Batterievorkonditionierung haben. Das heißt, der Enyaq wird das dann auch haben. Unter anderem und eine neue Software und eventuell neue Elektromotoren. So genau 100% bin ich da aber nicht im Geschehen drin. Ihr aber, diejenigen, die es sind, ihr kommentiert gerne und klärt die anderen bitte auch mit auf. Unter anderem auch mich. Mich würde es interessieren. LK heißt die neue Baureihe, glaube ich, die Sonderedition, die man bestellen kann. Die 50er und 60er, die kriegt man dann nicht mit der neuen Edition. Irgendwas ist da jetzt im Busch. Volkswagen, für Volkswagen gilt das aber nicht momentan. Das gilt momentan nur bei den Skoda Enyaq Modellen. Also, wir sind jetzt von der Autobahn abgefahren, fahren jetzt Richtung Hohe Acht. Meine berühmte Teststrecke kennen die meisten von euch. Und was soll ich sagen? Also viel muss ich da nicht viel drüber erzählen, Leute. Die Assistenzsysteme einwandfrei, Abstandstempomat, hält sehr sanft den Abstand, bremst nicht abrupt. Wir haben kapazitives Lenkrad. Er hat einen Motorradfahrer vorne erkannt, zum Beispiel. Das sehe ich am Head-Up-Display auch sehr gut. Alles im Überblick hier. Schild hat er schon erkannt, 70. Wir haben jetzt am Schild schon Tempo 70 drauf. Schaut mal, das ist genial. Ja. Und jetzt kommt ein 50er-Schild und das Auto bremst auch ab. Auch die Vordermänner bremsen natürlich ab. Aber wenn jetzt vor uns niemand wäre, hätte er das auch gemacht. Und jetzt fährt das Auto 50, hat das 50er-Schild auch erkannt. Also wunderbar. Ich bin einfach nur begeistert beim Thema Assistenzsystemen hier. Und jetzt kommt hier eine engere Rechtskurve. Ich lasse das Lenkrad mal kurz los, kann aber jederzeit eingreifen. Und er nimmt die Kurve hier wunderbar sauber und beschleunigt jetzt auf einmal. Warum? Weil wir hier 70 fahren dürfen. Sehr gut. Und jetzt kommt eine Linkskurve. Nochmal Lenkrad kurz berühren. Was macht er jetzt hier? Und das macht er sehr gut. Adaptive Rekuperation, Leute, folgendermaßen. Der Tempomat war ausgeschaltet, aber er hat diese engen Kurven hier. Norbert, zeig mal bitte. Er hat diese engen Kurven schon erkannt vorne und hat schon von alleine Geschwindigkeit rausgenommen und das Auto hat angefangen zu rekuperieren, stärker zu rekuperieren und das macht er wirklich sehr gut. So, Thema Kurvenlage, Achtung. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier.
wie verhält er sich in den Kurven? Sehr seriös, ja. Man merkt ihm schon sein Gewicht von 2,3 Tonnen. Er ist, auch wenn er coupéförmig ist, etwas hoch aufgebaut, halt wie der normale Enyaq. Das merkt man schon, ja. Aber absolut kein unsicheres Gefühl. Er klebt nicht wie ein Brett auf der Straße, muss ich sagen. Heißt aber nicht, wie gesagt, man kann ihn trotzdem sportlich bewegen, Leute. Sehr kurvensicheres Auto. So, kurz zum Fahrwerk, meine Lieben. Er glättet die Bodenwellen sehr anständig aus. Sehr komfortables Fahrwerk. Wie gesagt, er ist nicht der reinrassige Sportler, er ist eher für Langstrecke. Es ist so was wie ein Gran Turismo, würde ich sagen. Ja, für die Langstrecke Komfort mega geil. Vor allen Dingen auch mit der Übersicht. Apropos Übersicht, mir fehlt hier die 360-Grad-Kamera. Falls ihr euch einen Enyaq bestellt, nehmt euch unbedingt die 360-Grad-Kamera. Denn Norbert, das ging damals nicht bei ihm. Er hat die leider jetzt nicht hier drin und ich habe eben schon gemerkt, sehr kritisch auch für die Felgen. Also Leute, verzichtet nicht auf die 360-Grad-Kamera, was Thema Übersicht angeht. Nochmal. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt mit dem Enyaq Coupé RS auf dem Wanderparkplatz Hohe Acht angekommen und gucken uns jetzt den Verbrauch mal an. Es sind jetzt knapp 680 Meter Höhenunterschied gewesen. Das ist immer unser Zwischenziel und ein Zwischenergebnis, was den Verbrauch angeht, wenn es mal hochgeht. Wir sind jetzt mit dem Norbert zusammen auf der Hohen Acht angekommen. Meine Lieben, was haben wir denn gemacht? 76 Kilometer insgesamt mit einem Durchschnittsverbrauch von 21,4 Kilowattstunden. Wir haben noch 24% im Akku und eine Reichweite von 82 Kilometern wird uns angezeigt. Das bedeutet, wir müssen nochmal 76 Kilometer zurück, aber diesmal geht es bergab und gucken uns die Rekuperationsleistung von dem Auto mal genauer an. Und ich muss sagen, wir haben momentan eine Außentemperatur hier auf der Hoch 8, hier schaut mal, von 18 Grad. Ja, es sind jetzt nicht ganz, es ist kein ganz heißer Tag. Und 21,4 Kilowattstunden finde ich ist okay. Es gab einige andere Autos, die hatten ein bisschen mehr auf der Uhr und einige andere, die hatten etwas weniger Verbrauch. Ich bin gespannt, nach 16, 17 Kilometern werden wir den Höhenunterschied ausgleichen und dann gucke ich mir an, ob wir immer noch 24% im Akku haben und was die Reichweite denn so macht. Ihr bleibt schön dran. Zwischenergebnis nach dem Höhenausgleich. Leute, oben hatten wir 24% und unten haben wir jetzt immer noch 24%, aber durch den geringeren Verbrauch ist die Reichweite von 80 auf 135 Kilometer hochgesprungen und der Verbrauch ist runter auf 17,2 Kilowattstunden. Jetzt geht es aber in Richtung Frechen. Das sind von hier aus nochmal 60 Kilometer mit 45 Kilometer Autobahnanteil. Da werde ich nochmal 130 fahren und ich habe es vergessen zu erwähnen, wir haben hier Software 3.2. Der Norbert hatte ein Update. Wir gucken uns nochmal genau Ladeplanung an und Menüfunktionen und so weiter und so fort während des Ladens. Nur damit ich das noch erwähnt habe. Jetzt geht es aber ab nach Frechen. Und wir wollen ja natürlich kurz abchecken, was die Höchstgeschwindigkeit ist hier beim RS. Laut Tacho schaffen wir jetzt 184, meine Lieben. Nur damit wir das auch mal gemeinsam, 185 km/h, damit wir das jetzt auch mal gemeinsam abgecheckt haben. So, wir sind jetzt gleich an der Ladesäule und zwar habe ich mir als Ziel in Kerpen die neue Aral-Tankstelle ausgesucht. Die haben da nämlich wunderbar schöne Aral-Pulssäulen in Frechen. Die NBW-Säulen kotzen mich mittlerweile an, weil erstens sind die dauernd belegt, ja, und zweitens hatte ich da öfters Ausfälle. Ab sofort werde ich meine Megatests immer hier in Kerpen beenden bei der Aral-Pulssäule. Ist ja auch nicht so weit von Frechen entfernt, deswegen bin ich da sehr froh darüber. Aral, ihr Lieben, macht bitte weiter so. Rüstet alle Tankstellen mit den Pulssäulen auf. Das ist Gold wert, vor allen Dingen abends, wenn man alleine unterwegs ist oder, keine Ahnung, anstatt so unsichere, blöde Rastplätze anzufahren, lade ich lieber nachts
an einer Tankstelle, wo immer Licht und Personal sich befindet. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt unter anderem. Unser Enyaq allerdings, der hat jetzt 9% im Akku und wir stehen hier seit 10 Minuten im Stau. Hier gibt es irgendeine Straßensperrung. Aber wir können uns schon mal die Verbrauchsdaten angucken, meine Lieben. Wir haben jetzt gemacht 157 Kilometer, so wie immer. 67 km/h im Durchschnitt. Das ist auch normal, ja. Wir hatten ja auch Landstraße und so weiter und ein bisschen Baustelle. 16,6 Kilowattstunden. Das ist der Wahnsinn. 77 geteilt durch 16,6. 465 Kilometer echte Reichweite. Autobahn und Landstraße. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, wenn du später mit Tempomat 130 fährst, auf der Autobahn, auf Langstrecke, kommst du mit dem ganzen Akku locker 430, 420 Kilometer locker, Leute. Und aber wie ist die Ladezeit? Denn wir haben hier leider keine Vortemperierung, keine Batterievorheizfunktion, leider, leider nicht. Das Navigationssystem berechnet auch nicht die Topografie, trotz Softwarestand 3.2. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verbrauch und Reichweite. Was sagst du? Ich, also geil, ja, oder? Geil. Und im Winter, Leute, könnt ihr immer so 25 bis 30%, je nach Kälte, je nach Temperatur, nochmal draufpacken auf den Verbrauch oder von der Reichweite abziehen. Das gilt übrigens für alle Elektroautos. Keiner kann sich davon freisprechen. Ach, gibt es hier eigentlich eine Wärmepumpe? Ja. Müsste auch drin sein, ja, ne? Mit Wärmepumpe. Genau. Also Wärmepumpe ist hier dabei. Für alle, die es wissen wollen, im Winter ist das eventuell eine Hilfe dann. So, da sind wir endlich hier auf der Erfstraße in Kerpen. Die Aralsäulen. Unser Ladestecker vom Auto befindet sich hinten rechts. Genau. Da lädt auch schon ein Q4 e-tron. Gleiche Plattform übrigens. MEB-Plattform. Und wir nehmen hier... Hier, schaut mal. Wir haben hier eine Rückwärtskamera. Und man könnte das hier in Weitwinkel auch sich nochmal anzeigen lassen. Aber ich wünsche mir trotzdem eine 360-Grad-Kamera. Das wäre super, super, super hilfreich. Gerade mal, gerade bei so einem Fahrzeug, wo ich die Felgen gerne sehen würde, was ich damit mache. So. Meine Lieben, Thema Laden. Ich empfehle euch die neue Karika-App. Da spart ihr jetzt 10% mit meinem Rabattcode BEIS10. Das schreibe ich euch unten rein. Ladet euch die App runter. Ihr könntet im großen Paket europaweit bei über 270.000 Ladesäulen, egal ob Aral Puls, Ionity, MBW und weiß ich E.ON, Allego, da könnt ihr für 51 Cent die Kilowattstunde laden. Einheitlich. Und diese App, die könnt ihr als Laderoutenplaner nutzen. Ihr könnt die Gesundheit der Batterie eures Autos damit kontrollieren. Also schaut es euch unbedingt an. Ich lasse euch den Link unten und spart eine Menge Kohle beim Laden. Also, die Ladung beginnt bei 8% und er schießt hier auf 160, 169 kW, 170. Er hat seinen Peak erreicht. Das heißt, die Akkutemperatur ist auf einem Wohlfühl, sage ich mal, Temperatur. Es ist ja Sommer. Im Winter sieht das allerdings leider, leider anders aus. Aber er überbietet jetzt momentan seinen Peak von 171,5 kW. Das ist doch gut, Norbert, oder? Super. Na, also, da siehst du mal, ich bin jetzt nur gespannt, wie lange er die Kurve hält und vor allen Dingen, was er in 30 Minuten nachlädt an Kilowattstunden. Denn das ist viel wichtiger als der Peak oder 10 auf 80% als die Zeit, sondern in 30 Minuten, wie viele Kilowattstunden nachladen und was entspricht, wie viel Reichweite entspricht das dann? Und schaut mal hier, er geht sogar noch höher, 173 kW, 173,5. Sehr gut. Gefällt mir total jetzt momentan. Und er überbietet sich nochmal mit 175 kW. Geil. Und schon auf 14% in 200 Minuten. Ey, cool. Der macht ja richtig Figur hier, dein Auto, Norbert. Ist ja fast wie dein Ioniq. Er liegt am Tarek. Das hast du gesagt. Was haben wir für Informationen im Auto? Ja, ja, doch. Seht ihr? Im Software 3.2 sieht man jetzt auch, wie schnell er lädt. Sonst hast du ja immer gesehen, wie viel Kilometer du in der Stunde lädst. Genau. Ne? Und mittlerweile sieht man jetzt hier die Ladeleistung, wie schnell du lädst. 20 Kilometer pro Minute steht immer noch dran, aber in Klammern die Ladeleistung finde ich klasse. Finde ich sehr gut. Mittlerweile 18% erreicht und Laden bis 80% ist eingestellt. Ich mache das mal auf 90, weil ich noch gerne wissen möchte, wie er
ab 80% noch lädt an Ladeleistung. Das ist wichtig auf Langstrecke, denn manchmal ist man auf der Autobahn unterwegs und du willst deine letzte Strecke noch schaffen, dann lädst du halt bis 90, ne? Genau. Oder 95. 90 macht Sinn. 90 macht Sinn, ja, definitiv. Aber was lädt er dann? Das will ich auch gerne wissen. Cool, Leute, schaut mal, 175 kW immer noch. Geil. Also der Enyaq, der kann ja kein Vehicle to Load, aber der Norbert, der hat was entdeckt im Auto, lieber Norbert. Und zwar haben wir hier ein Schuko-Stecker, eine Steckdose. Und wir bekommen da allerdings nur 150 Watt raus. 150 Watt, das heißt, was könnte man da anschließen? Ein Laptop oder so weiter. iPad, oder eine Kühlbox. Kühlbox, ne? Laptop, all ja. Sowas. Immerhin, sehr praktisch, sehr nützlich. Ja. Trotzdem wäre Vehicle to Load wünschenswert. Ja. Navigiere mich nach München, Marienplatz 1. Einen Moment bitte. Meinten Sie München, Marienplatz 1? Ja. Möchten Sie die direkte Zielführung zur Adresse München, Marienplatz 1 starten oder dieses Ziel als Zwischenziel hinzufügen? Zielführung starten. So, wir lassen uns die Route mal nach München Marienplatz berechnen. Ausgewählte Route übernehmen. Ja, Start. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Also hier kommt... Ihre Route enthält mehrere notwendige Ladestopps. Weil das Auto denkt, wir haben momentan nur 33% im Akku. Und hier, schaut mal, hat sie uns jetzt zum Beispiel Ionity reingehauen. Wenn wir das hier rüberziehen, sehen wir auch schon, wie wir laden müssen. Und zwar in... Wo sind wir? Wir sind hier. Dann in 74 Kilometern möchte sie, dass wir bei Ionity laden. Und in 379 Kilometern am Flughafen Stuttgart, ja, wenn wir hier mal Ionity in Karte, weitere Ladestationen. So, wenn wir jetzt keine Lust auf Ionity haben, können wir in der Nähe uns weitere Ladestationen anzeigen lassen und eventuell die Säule ersetzen. Zum Beispiel kommen hier jetzt die anderen 11 kW, 22 kW, 11 kW und so weiter und so fort. Und Ionity habe ich auch gesehen. Boah, das ist aber hakelig hier, Leute. So, MBW, Ludwig-Erhard-Straße, Shell und so weiter, könnte man sich jetzt aussuchen. Rotes Punkt bedeutet, die Säule ist belegt oder eventuell sogar defekt. Ne? Deswegen lassen wir das jetzt mal. Aber ihr seht schon, eine automatische Routenplanung ist da und sie funktioniert relativ zuverlässig. Wie machst du das, wenn du mit dem auf Langstrecke bist? Ich halte mich gar nicht daran. Bei anderen Wagen mache ich das teilweise mit der Routenplane. Mhm. Manchmal gucke ich auch vorher zu Hause mal nach, wie sind die Ladestopps und gucke mir da die Routen an. Mhm. Im Allgemeinen, auch gegenüber dem Audi, klappt das eigentlich hiermit ganz gut. Okay, also das heißt, die ist sehr zuverlässig, die Routenplanung, und du hältst dich da dran und das funktioniert auch. Ja. Auch die Staus und so weiter, die erkennt er und sagt mir auch, ob es sich lohnt abzufahren und so weiter. Mhm. Also Navigation, das können sie. Das funktioniert. Super. Unter Systeminformationen wird uns die Software, der Softwarezustand leider nicht angezeigt. Hier steht nur Software, Hardware und Navigationsdatenbank, aber die Profis unter euch können uns gerne aufklären. Du hast das aber kontrolliert, glaube ich. Über die offizielle Scooter-Seite ist 3.2. Okay, alles klar. Da gibst du nämlich eine Fahrgestellnummer ein, glaube ich, ne? Genau. Und dann kannst du das kontrollieren. Genau. Super. Ich suche ganze Zeit im Menüpunkt. Ich möchte mit so und so viel Prozent an der Ladesäule ankommen. Ich möchte mit so und so viel Prozent am Ziel ankommen, wo man das einstellen kann. Denn Volkswagen hat das mit 3.1 oder 3.2 schon so gemacht. Aber ich finde das hier nicht. Setup, Zielführung, Routenoptionen müsste normalerweise hier mir gezeigt werden. Macht er nicht. Oder wenn wir zum Beispiel in die Karte reingehen, Navi-Karte reingehen nochmal, ja. Hier drei Punkte und dann gehe ich hier auf Einstellungen. Dann haben wir nur diese Filtermöglichkeit, mehr leider nicht. Schade. Also der Skoda hat das anscheinend nicht, trotz der neuen Softwarestand. Aber bei Volkswagen war das der Fall, definitiv. Ich finde das jetzt einfach nicht. So ist es. Also
Unsere Zielführung nach München ist drin. Ja, wir haben jetzt die Filter mal alle eingesetzt. Und wir gucken mal, wie sieht es denn aus mit Ladesäulen entlang der Route. Das ist ja auch wichtig. Wir gehen jetzt hier auf Suche und drücken hier auf Ladestationen. Ladestation. Und ihr seht schon, Sekunde. Wir können in der Nähe suchen, entlang der Route, im Zielumkreis. Und ich drücke mal auf entlang der Route. Daten werden geladen. Also ihr merkt schon, das System ist nicht das schnellste. Ja, wir haben deutlich schnellere Systeme heutzutage. Aber die Grundfunktionen sind gut und nützlich, definitiv. Aber die Daten werden immer noch geladen. So. Da kommt das jetzt. Also in 40 Metern Aral Puls, das ist eigentlich hier, nicht in 40 Metern, aber ihr seht schon, entlang der Route werden uns viele, viele Möglichkeiten nach unseren Filteroptionen angezeigt hier. Also ob Ionity, Aral Puls und so weiter und so fort. Schau mal hier, jetzt hat sich das aktualisiert in 100 Kilometern, 105 Kilometern, NBW. Ionity und so weiter. Da könnte man sich jetzt auch irgendeine Säule aussuchen und sich dann dorthin navigieren lassen. Genau. Ne, das ist auch eine Option. Es ist gut gelöst, aber der Prozessor ist furchtbar langsam, Leute. Es ist hakelig. Das kann viele von euch nerven, aber man gewöhnt sich dran. Du musst halt ein bisschen geduldig sein, ja, mit den MEB-Modellen. Und 30 Minuten vergangen, meine Lieben. In 30 Minuten hat er knapp 50 Kilowattstunden nachgeladen. Das ist ungefähr das gleiche wie der NIO ET5. Und 50 Kilowattstunden würden aber bei dem Verbrauch eine Autobahnreichweite von guten 280 Kilometer entsprechen. Ja, das ist okay. Das ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht das Allerbeste. Wir haben jetzt 71% im Akku. Und eine Ladeleistung von 65 kW. Also mit 8% haben wir ihn angeschlossen. Jetzt haben wir 78% erreicht in knapp 36 Minuten. Bei 78% zieht er aber immer noch gute 70 kW Ladeleistung. Wir gucken uns mal noch an, wie er sich über 80% verhält. Das bedeutet, meine Lieben, von 10 auf 80% quasi in 36 Minuten könnt ihr von ausgehen. Das ist okay, ne? Das ist gut, bin ich sehr d'accord. Vor allen Dingen hat er in 30 Minuten ja 50 Kilowattstunden nachgeladen. Und das reicht dicke für die nächsten 250 bis 280 Kilometer. Dicke, dicke, dicke. Deswegen finde ich das schon sehr akzeptabel. Es gibt aber auch Autos, die das viel schneller können, wie die ganzen Hyundai Kias und 800-Volt-System Audis und Porsche Taycans und hast du nicht gesehen. Also es gibt aber auch Autos, die langsamer laden. Ne? Gibt's ja auch. Und 40 Minuten sind jetzt um, meine Lieben. Und in 40 Minuten hat er 60 Kilowattstunden nachgeladen. Das sind bei dem Verbrauch mehr als 320, 330 Kilometer Reichweite nachgeladen. Wir sind mittlerweile bei 84%, haben ihn mit 8% angeschlossen. Und die Ladeleistung beträgt bei 84% beachtliche 61 kW Ladespeed. Das ist okay, das ist echt gut. Ich bin zufrieden. Also in 30 Minuten, wenn ich länger warten will, hat immer noch genug Reichweite nachgeladen und wer 40 Minuten steht, der kommt über 300 Kilometer auf der Autobahn damit und das ist okay. Ihr müsst dann selber natürlich je nach eurem eigenen Fahrprofil selber entscheiden. Fakt ist, das ist ein wunderschönes Auto, der super langstreckentauglich ist, der blendende Assistenzsysteme hat, LED-Matrixlicht. Ich habe schon Nachttests gemacht mit dem ID5. Guckt euch das an, ist dasselbe System. Matrixlicht ist wunderbar bei dem Auto, Assistenzsysteme sind top, Sitze, Verarbeitung, teilweise ein bisschen Hartplastik an den Türen, hier und da ein bisschen Klavierlack, aber trotzdem, und er sieht genial aus, finde ich. Was meint ihr? Der Norbert unterhält sich gerade mit einem niederländischen Kollegen, der auch einen Ioniq fährt. Zwei Ioniq-Fahrer unter sich, würde ich mal sagen. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, Leute, bitte kommentieren, klärt uns auf, wenn ich was vergessen haben sollte oder was Falsches gesagt haben sollte. Alle Enyaq-Fahrer und jeder, der sich dieses Auto noch bestellen möchte, könnt ihr gerne machen. Von mir kriegt ihr einen Daumen nach oben, trotz einigen Schwächen, aber nicht so relevant. Danke fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.